Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Könnte ein tolles Spiel werden. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ganz stark. So also geht Panathinaikos in die Partie heute. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Ball. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jedwai. Villena. Palacios holt sich den Ball. Das könnte was werden jetzt. Da schießt er. Ganz sichere Parade. Ball kommt lang. Sie spielen erstmal raus. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Das ist abseits, Fahne ist oben. Ah, und ich glaube, da waren sie im 16er einfach zu statisch. Da müssen sie sich mehr bewegen. Sonst kann die Abwehr sie zu einfach ausrechnen, so wie hier. Er verliert da den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Super geblockt. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Bernard. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Bernard. Anastasios Pakasetas. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ball kommt schön nach innen. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause, gleich machen wir hier weiter. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Durchgang 2 läuft.
Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Bernard. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Bernard wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Schussversuch. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Tolle Chance. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. Zwei-Null steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und dann ist der Ball weg. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Der Ball ist weg. Ah, das war keine gute Aktion. Sie wechseln also aus. Er dribbelt nach innen. Jetzt kann er es machen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Vielleicht die Konterchance. Anastasios Pakasetas. Könnte gefährlich werden, guter Steilpass. Was für eine Parade. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Die Ecke kommt. Oh, das gibt der Elfmeter. Damit würden sie auf ein Tor verkürzen, kurz vor Schluss. Er macht den Elfer. Zwei, eins, hier ist noch alles drin. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Kann jetzt über den Flügel kommen. Verteidigt da den Ballbesitz. Er hat weiter den Ball. Gutes Tackling hier. Das wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Pass kommt nicht an. Guter Pass, das könnte Chance werden. Ist das hier die Entscheidung?
Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben. Woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Der war heute gut drauf und das Ergebnis stimmt natürlich auch. Er kann zufrieden sein.